Ein kleines Haus im grünen Wald ist für gesunden Aufenthalt und absolutes Wohlbehagen das Beste, wie die Ärzte sagen. Auch ist es meistens halb so teuer und anstrengend wie in der Stadt. Besonders schön mit eigenem Feuer, wenn Holzmann vor der Hütte hat. Nun hat am Wald seit langer Zeit nicht nur der Mensch Geschmack gefunden. Da machen Tiere sich und Vögel breit und viel Insekten, auch die ungesunden. Wie hier zum Beispiel die sehr böse und schädliche Gehölzpestbiene, die in ganz kurzer Zeit mit schrecklichem Getöse aus allem Hölzernen macht eine Ruine. Der stützenden Gebeins beraubt, fliegt alles runter, schneller als man glaubt. Man versteht schon Wut und Zorn unseres Paulchens, denn da vorn springt sie ohne Rast und Ruhe auf Großmutters Kommode zu. Das zeigt so ein Volksschädling nie Pietät, nicht mal vor der teuersten Antiquität. Wer Jagd auf lästige Insekten macht, hat, wie man sehen konnte, völlig falsch gedacht und ganz daneben kalkuliert, wenn er mit Mausefallen operiert. Auch wird in diesem Falle kaum Erfolg versprechen, worauf man bei einer Mückenplage schwört. Es lässt sich übers Knie bestimmt nicht brechen. Das ist schon besser, erstmal gründlich abgehört. Elektrische Schläge sind wahrlich nicht schön, sollen aber das Denkvermögen erhöhen. Inzwischen bohrt Paulchen noch und nöcher. Mit dem halben ganz unten sind es schon 8 Löcher. Es hat bei der Behandlung mit Insektenspray das Paulchen leichtes Unwohlsein befallen. Wir sehen ihn stocksteif auf den Boden knallen. Da er umnebelt war, tat's ihm nicht weh. Was haben Insekten nur für Mägen, dass sie gleich ganze Treppen zersägen und fressen? Vielleicht liegt's daran, dass sie nicht rauchen, dass sie bei dieser Kost keinen Magenschnaps brauchen? Langsam wird die Sache peinlich. Paulchen Panther, der sehr reinlich, kann zu all dem anderen Schaden für eine Weile jetzt nicht baden. Paulchen, der schon einen Puff verträgt, denn im Grunde ist er ganz schön zäh, muss mit ansehen, wie das Biest sich sägt, quer durch Tante Emilys Buffet. Nicht ungestraft beging sie die Frivolität. Sie liegt im Kästchen nun. Zur Flucht ist es zu spät. Rein in die Flasche und den Stöpsel drauf. Gerechtigkeit, nimm deinen Lauf. Sicher ist sicher und eiserne Türen sind ganz sicher sicherer als welche aus Holz. Sonst ohne Hochmut und große Allüren ist Paulchen auf seinen Einfall sehr stolz. Nur hätte er wissen müssen, dass eine leere Flasche im Wasser an die Oberfläche treibt und dass das Biest da drin schon an einer neuen Masche strickt und todsicher niemals drinnen bleibt. Da kommt sie schon den Weg entlang gesummt. Peng, an die Eisentür ist sie gebrummt. Doch leider kümmert sie das gar nicht viel. Sie macht aus Paulchens Haus ein Puzzlespiel. Thank you.
Vorbei der Spuk, der Krieg ist aus und Paulchen lässt, der Rache wegen, zum Bau fürs neue Sommerhaus, das schreckliche Insekt, die Bretter sägen.